Hallo liebe Bücherwürmer! Hallo! Wir machen heute zusammen den Rip It or Ship It Tag! Ich habe heute Besuch und zwar von der Sanne. Ich bin die Sanne vom Papierplanet. Jetzt mache ich auch Booktube. Yay! Ich werde euch Sannes Kanal natürlich auch unten in der Infobox nochmal verlinken. Ich bin schon voll aufgeregt, weil ich glaube, wir haben da ziemlich lustige Sachen in unserem Feuerkelch. Es werden bestimmt komische Kombinationen dabei rauskommen. Ja. Wir haben dafür immer Namen auf Zettelchen geschrieben von verschiedenen Buchcharakteren. Genau, dann ziehen wir zwei Zettelchen raus und schauen, ob die zusammenpassen, ob wir shippen oder eben nicht. Ja, dann leg mal los. Du darfst den ersten Zettel aus dem... Warte. Feuerkelch ziehen. Einen hast du schon mal? Ja. Und zwar? Katniss Everdeen. Katniss Everdeen. Oh Gott. Lord Voldemort. Ja, ich glaube, sie wäre die ganze Zeit genervt, dass er keine Nase hat. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber ich könnte mir auch voll gut vorstellen, dass Katniss trainiert, schießt Pfeile und Voldemort steht daneben und begleitet jeden Fall mit seiner Magie und sorgt dafür, dass sie auf jeden Fall, falls sie mal nicht treffen sollte, ins Ziel kommen können. Das stimmt. Könnte funktionieren. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Lord Voldemort ist das irgendwie so ist, auch mit, wieder mit der Coin. Weißt du, irgendwann merkt die dann, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem. Ja, ich glaube auch. Und die wird einfach so ein Pfeil gegen... Sie würde ihn sofort töten, ja, oder? Also, rip it. Ich habe Annabeth Chase aus Percy Jackson. Oh, die mit der dunklen Fee aus Reckless. Also beide sind ja ganz schön stur. Also wenn sie zum Beispiel ein gemeinsames Ziel haben, dann würden sie sich, glaube ich... Richtig gut verstehen, würde oder? Würde ich auch sagen, ja. Ich glaube, wir shippen's, oder? Ja. Okay. Triss Pryor. Oh, Triss aus Divergent. Sherlock Holmes. Oh mein Gott. Wie seltsam ist das? Das ist richtig seltsam. Ich glaube, Sherlock wäre richtig genervt von Triss, weil die sich nie entscheiden kann. Aber beide sind irgendwie abenteuerlich. Also ich denke mal, Sherlock wäre derjenige, der irgendwie das alles so herausfinden würde. Ja. Und Triss wäre die, die einfach die Aktion durchführen würde. Das stimmt. So. Ich glaube, ich rip das. Tut mir leid. So, ich habe... Percy Jackson! Thomas aus Maze Runner. Ich glaube, das wird funktionieren. Oh, ich glaube auch. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Die würden einfach ein gutes Team bilden, weil die sich einander vertrauen würden. Und die würden eigentlich, die sind eigentlich in gewisser Weise auch ein bisschen ähnlich, dass sie sich einander unterstützen würden. Oh, ich finde das auch voll toll. Ich möchte jetzt unbedingt, dass Percy Jackson mit Thomas in der Brandwüste ist und der holt dann die ganze Zeit das Wasser herbei. Das wäre wär toll, das, oder? Das wäre echt das... Das wäre richtig cool. Wir schaffen's! Yay! Bellamy Blake aus The 100. Oh, sehr gut. Harry Potter. Oh mein Gott. Das wäre, glaube ich, keine gute Kombination. Boah, Bellamy würde ihn die ganze Zeit auslachen. Ja, der würde ihn voll mobben eigentlich. Ja, der würde ihn richtig mobben, denke ich auch. Und Harry würde auch voll pissig sein. Ich stelle mir die beiden im Duellierclub gerade vor. Oh mein Gott. Und Gilderoy steht daneben und so, ja, das schaue ich mir jetzt mal an. So zwei hübsche junge Männer. Ja. Ehrlich. Nee, ich rip's auch. Ich rip's eher. Ich hab Jacob Reckless aus der Spiegelwelt von Cornelia Funke. Jetzt müsste eigentlich dein Name noch drinstehen. Oh ja, eigentlich shipp ich Jacob nur mit mir selbst. Nein, mit Fuchs, ganz hart. Mit Draco Malfoy! Oh mein Gott! Also ich glaube, in einer Sache würden sie sich gut verstehen. Jacob mag ja gute Kleidung. Mhm. Und Draco ja auch. Ich glaube, die würden gegenseitig sich so gegenüberstehen und sagen, das ist aber ein schöner Anzug. Ja, das ist aber ein schöner Anzug. Und dann würden sie, boah, ist ein richtig hässlicher Anzug. Und dann reden so wie bei Mean Girls. Das ist der hässlichste Anzug, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, die würden sich einfach nicht verstehen, weil Draco würde schon alleine auf ihn herabsehen. Weil ist doch mal so dreckig auch. Ja, Draco ist halt eigentlich auch ein kleiner Ranzi manchmal. Nee. Das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Scorpius Malfoy. Oh, ich hätte mal vor, wir hätten Scorpius mit Draco bekommen. Das wäre ja merkwürdig gewesen. Ja, ein bisschen. Alice im Wunderland, das shippet. Ich ship's auch jetzt schon. Stell dir mal vor, Scorpius liest gerade Alice im Wunderland und dann wird er plötzlich in diese Welt hineingezogen. Er will mit Alice so die ganzen Abenteuer erleben. Ja, das wäre richtig schön. Er wird einfach die ganze Zeit fangirlen so. Ja, Scorpius wird die ganze Zeit so, gehen wir jetzt dahin? Können wir noch den sehen? Können wir die Raupe sehen? Alice, wir müssen der Königin den Kopf abschlagen. Shippet, definitiv. Shippet. Ich habe Maven aus Die Rote Königin. Farben des Blutes, ne? Farben des Blutes, ja. Von Victoria Aveyard.
Mit Augustus Waters aus The Fault in Our Stars. Ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Augustus ist... Das ist jetzt nicht so der moralische Typ, so von wegen, ja, ich bin voller Gute und ja, ich muss unbedingt das Gute in der Welt ist so ein bisschen auf sich fixieren. Auch. Das stimmt, aber Melvin ist ja auch... Also ich glaube, der könnte mit Augustus überhaupt nichts anfangen. Melvin braucht Soldaten für seine Armee. Stimmt, das passt. Und Melvin ist halt auch so mega manipulativ, ne? Ich glaube, Augustus hat einfach keine Chance gegen den. Ja, so. Richtig. Ich glaube, der wird halt bei dem total untergehen in der Beziehung. Nee, Rippet. Daenerys Targaryen. Oh, aus Game of Thrones. Oh Mann, ich mag die nicht. Effie Trinket. Oh. Aus The Hunger Games. Dany und Effie. Also ich glaube, Effie könnte Dany so richtig geile Klamotten machen. Und geile Frisuren. Ja, so und dann wäre sie so eine... Haare, ja, und dann wäre sie halt die mega über Khaleesi. Ja. She's so beautiful. Die wird auch so ein bisschen Pep-Talk geben. Die wird immer die Dany überall unterstützen. Ja. Ich. Also ich glaube, so als Frauenpower. Genau, so ein Mentoring-Ding könnte es sein. Ich find's shippet. Mir ist schon einer entgegengekommen. Den muss ich jetzt nehmen. Das ist meant to be. Und zwar ist das Alaska aus Looking for Alaska von John Green. Zusammen mit Romeo. Romeo, was? Romeo und Julia. Passt. Er wird vor ihr auf die Knie fallen. Es ist halt, beide haben die Selbstmordgedanken. Irgendwie, ich glaube, die Geschichte würde genauso ausgehen wie Romeo und Julia, sondern dass Romeo im Auto saß mit Alaska. Ja, die wird dann einfach verschwinden, dann wird einfach ganz ihr suchen und sowas. Und das wäre voll tragisch. Ja. Und es wäre einfach, das würde mir das Herz brechen. Oh. Deswegen, ja, Magnus Chase. Magnus Chase. Obviously. Oh nein, Edward Cullen. Oh mein Gott. Magnus und Edward. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Magnus wäre total genervt von ihm die ganze Zeit. Weil er so ein Kontrollfreak ist, der Edward. Ja. Und er würde ihn... Nee. Magnus würde ihm die ganze Zeit Falafeln an den Kopf klatschen. Hör auf zu glitzern! Hör auf zu glitzern! Nee, das passt einfach von der Chemie nicht. Nee. Also mit Edward passt sowieso eigentlich gar keiner zusammen. Ja. So, und aber die letzten beiden... Nee, der passt auch nicht zu Bella. Ja, ich habe Cersei Lannister. Das ist nämlich Bellas Mom. Oh nein! Aus Twilight. Cersei wäre so genervt von Bella, weil außerdem, Bella einfach so ein lethargisches. Außerdem ist Cersei Wesen halt sehr auf sich fixiert, finde ich. Ja. Und Bella ist halt eigentlich so das Gegenteil. Sie ist so ein fürsorglicher Mensch eigentlich. Sie will immer alles für Leute tun. Sie wird sich halt voll ausnutzen lassen. Ne? Ripped. So, wollen wir noch eine Bonusrunde machen mit allen, die wir schon aufgedeckt haben. Du ziehst einen und ich ziehe einen. Okay. Die liegen ja alle vor uns. Das heißt, wir können uns auch treffen. Okay. Ich habe Percy Jackson. Jacob Reckless. Oh. Ich glaube, das wird funktionieren. Eigentlich könnte ich mir sogar vorstellen, dass Jacob eine ältere Version von Percy ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Nur Jacob ist halt nicht so lustig irgendwie, ne? Also der hat aber mehr erlebt einfach. Genau, der ist schon ein bisschen mehr vom Leben gezeichnet, aber nicht so silly, halt so kindlich lustig. Genau, der macht halt nicht so diese random Scherze. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Jacob ihn an die Hand nimmt und durch den Spiegel nimmt und ihm alles zeigt und sowas, ne? Oh, das wäre süß. Percy wäre einfach ausgelassen im Spiegel. Ich glaube, er wird sich auch mit Fuchs verstehen. Das könnte interessant werden, in der Tat. Ja. Also ich fand's super. Wie fandest du unsere Runde? Ich fand das sehr witzig und die Pärchen, die wir bekommen haben, sind sehr interessant. Also ich würde mir das gerne ansehen, vor allem Scorpius und Alice. Ja, das ist auch mein... Also würdest du auch sagen, dass das dein Lieblingsship ist? Ich denke schon, ja. Ja, Scorpius und Alice, das war echt das Beste. Und das war so dein absolutes No-TP. Cersei und Bella fand ich schon echt merkwürdig, weil das funktioniert halt einfach nicht, ne? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Sherlock Holmes und Triss fand ich auch komisch, das war irgendwie nicht so. Wenn ich am witzigsten fand, war irgendwie Magnus und Edward, das war irgendwie cool. Ja, weil das ja, ich kann es mir halt wirklich vorstellen, wie Magnus da steht und ihn richtig beleidigt. Und ich glaube, wenn Edward mal irgendwann am Fenster steht, dann wird irgendwie Magnus im Schatten sein und das so erschrecken, so buh! Ja. Achtung, Falafel! Ja, wir würden natürlich auch gerne von euch wissen, was euer OTP, also euer One True Pairing war, das wir heute gezogen haben. Oder welches Pärchen ihr ganz furchtbar fandet. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr findet, dass wir nochmal ein Rip It or Ship It machen sollen, dann könnt ihr uns das natürlich auch unten in den Kommentaren mit euren Vorschlägen packen. Schaut doch mal bei Sanne auf ihrem neuen BookTube-Kanal vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwurm! Die aus dem Feuer kennt. Mann, ich krieg ganz, ganz, ganz schwitzige Finger. Ich glaube, die könnten ein gutes Team.